Ihr wollt wissen, wie ich aus einem einfachen Hasenausstecher diese süßen Häschen zaubere, die nicht nur super easy sind, sondern auch perfekt zum Fischschenken geeignet sind? Ich zeige euch in 3 Minuten, wie es geht. Zuerst bereiten wir den Teig zu. Dazu gebe ich die zimmerwarmen Butterstückchen zusammen mit Zucker und dem Vanillezucker in eine Schüssel und schlage sie cremig. Dann kommt das Ei hinzu und ich schlage alles noch einmal kurz auf, damit sich alles gut vermischt. Nun verwende ich die Knethaken, aber ihr könnt den Teig auch per Hand zubereiten und kneten. Gebt also Backpulver und Mehl hinzu. Mein Mürbeteig ist kein klassischer Mürbeteig, denn ich mag es, wenn die Kekse schön weich sind, also gebe ich Backpulver hinzu. Falls ihr etwas festere Kekse mögt, könnt ihr das Backpulver weglassen. Also nun alles gut mit den Knethaken durchkneten. Dann gebe ich den Teig auf die Oberfläche und knete ihn noch einmal kurz per Hand. So sehe ich, ob sich alles gut vermischt hat. Es sollte sich anfühlen wie weiche Knete und das ergibt später richtig schön weiche Kekse. Wer mag, kann auch ein paar Tropfen Vanille- und Bittermandelaroma hinzufügen, denn ich finde, das passt sehr gut zu den Giotto-Keksen. Den Teig rolle ich etwas ein und wickele ihn dann in Frischhaltefolie und lege ihn für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank. Das macht die weiche Butter wieder etwas härter und somit lässt er sich besser ausrollen und die Kekse einfacher ausstechen. Den Ofen heize ich jetzt schon auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Nach 30 Minuten hole ich den Teig aus dem Kühlschrank und gebe etwas Mehl auf die Arbeitsfläche und auf den Teig. Mit einem Nudelholz rolle ich ihn etwa einen halben Zentimeter dick aus. Für die kleinen Osterhasen habe ich einen Keksausstecher, der etwa 10 x 5 cm groß ist und daraus bekomme ich etwa 16 Hasen. Ich drücke den Keksausstecher gut auf den Teig und bewege ihn minimal nach links und rechts und dann löse ich ihn vorsichtig. Ihr könnt den Keksausstecher aber auch vorher in Mehl tauchen, dann löst er sich einfacher vom Teig. Den Teig um die Form herum entfernen und den Rest als Kugel zusammenrollen und weitere Hasen ausstechen, denn wir wollen ja möglichst viele Kekse backen. Die Kekse gebe ich dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und dann kommen sie auch schon für 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze, bis sie leicht goldbraun sind. Die Zeit hängt natürlich von der Dicke der Kekse und auch von der Größe eurer Kekse ab. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Kekse durch sind, hier ein Tipp. Wenn die Ränder leicht braun werden und der Keks eine goldbraune Farbe bekommt, dann sind sie fertig. Jetzt die Kekse herausnehmen und vollständig auskühlen lassen. Dann bereite ich den Zuckerguss vor. Dazu vermische ich Puderzucker mit etwas Wasser. Die Giotto-Kekse halbiere ich vorsichtig mit einem scharfen Messer. Ihr könnt sie auch ganz lassen, aber dann kleben sie nicht so gut. Einen Klecks vom Zuckerguss also auf den Hasen geben und dann presse ich den halben Giotto-Keks drauf. Alternativ könnt ihr auch den halben Giotto-Keks in den Zuckerguss tauchen und dann auf den Keks setzen, je nachdem, was für euch einfacher ist. Übrigens kann man auch andere Kekse verwenden, wie Amarettini oder Smarties drauflegen oder einfach nur Zuckerstreusel. Die Kekse kann man auch schön einpacken und verschenken. Ein tolles Mitbringsel zum Osterfest. Und? Backt ihr die Kekse selber für euch oder verschenkt ihr sie? Viel Spaß beim Nachmachen und schöne Ostern, eure Lilly!